Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte hier schon Leute, die haben Sachen geschrieben, die konnte ich nicht identifizieren. Das ist dann schon problematisch. Aber deins war absolut verständlich. Lese-Rechtschreibschwäche ist das. Achso, ja, das ist überhaupt kein Problem. Da könnte ich mich wahrscheinlich anschließen. Ist nicht diagnostiziert, aber wie gesagt, ich bin nicht der... Ich habe im Leben nie gern gelesen. Darum merkt man auch bei der einen oder anderen Let's Play, wo ich vorlese, macht dir da keinen Kopf. Alles ganz entspannt, wir sind alles Menschen. Wahrscheinlich würde man bei mir sowas auch diagnostizieren können. Das sind die letzten, okay. Dann müssen wir gleich nochmal hoch. Alter, ist das cool, das wird... Ey, das wird so Hammer, wenn wir den zum Laufen kriegen. Enderflüssigkeit, das könnte auch noch ein Problem werden. Der Enderspawner müsste angeschlossen werden. Der braucht eine Menge Stroh. Boah, das wird noch was werden. Also ich glaube, komplett kriegen wir den heute nicht zu laufen, weil wir Enderflüssigkeit brauchen. Oder gibt es ein besseres Kühlmittel? Wenn sich jemand hier auskennt und sagt, nö, es gibt besseres Kühlmittel, haut es raus. Ich muss hier noch eine Menge Kühlmittel reinkippen. So, ich hoffe, das reicht von der Höhe noch einmal. Oh ja, das reicht. Boah, was für ein Reaktor. Und das geht noch so hoch. Wir können den später also noch nach oben hin erweitern. Das wird noch was werden. Ich tue auch nicht gern lesen. Ich fand es immer langweilig. Ja, ich auch. Ich auch. Also... Ich kenne Menschen, die können sich in Bücher reinsetzen. Das ist bei mir so mit Computer. Ich kann mit Computer alles wirklich machen und tun. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Stundenlang, tagelang könnte ich mich damit beschäftigen. Das ist wirklich was, was mir echt Spaß macht. Aber ich könnte halt nicht tagelang Bücher lesen oder so. Also das wäre... Ja. Ist das nicht Wasser im Spiel? Nee, zum kühlen Wasser, lieber Sebi, das wird nicht ganz funktionieren. Da ist die Enderflüssigkeit dann doch schon ein bisschen besser. So, wir gucken mal, wie wir kriegen. So viele brauchen wir auch gar nicht mehr machen. Okay, das ist erschreckend wenig. Also mit ein bisschen mehr hätte ich jetzt schon gerechnet. Wie sieht's hier aus? Na gut, da läuft auch noch eine ganze Menge. Aber das war jetzt erschreckend wenig. Und auch Eisenbarren sind überhaupt gar kein Problem. So, dann gehen wir erstmal runter. Vielleicht reicht das ja schon. Ich glaube es zwar noch nicht so ganz. Aber wir schauen mal. Vielleicht werden wir ja positiv überrascht. Ich glaube noch nicht so ganz. Einen Sprung müssten wir dann wohl nochmal machen. Aber das ist ja auch kein großes Problem. So. Dankeschön, lieber Louis. Hast du schon mal Spenden bekommen? Nein, habe ich nicht, Louis. Wieso sagst du ja? Ich habe noch nicht eine einzige Spende bekommen. Es wird zwar immer von den Leuten geschrieben, dass gespendet wird... Aber auf PayPal ist nichts angekommen. Was, wie gesagt, nicht schlimm ist. Ich meine, wir sind wirklich ein popelig kleiner Kanal. Da ist alles okay. Aber, ja, wie gesagt. Die abenteuerlichsten Geschichten haben wir schon gehört von Leuten, die angeblich spenden wollen. Die Krönung nach wie vor einer, der angeblich, ich weiß es gar nicht mehr, 80 Kinos in Deutschland besitzt und so. Aber das sind halt natürlich alles so Trolle, die versuchen, sich so ein bisschen in ein Rampenlicht zu stellen. Nein, also wie gesagt, eine Spende ist bei PayPal noch nicht eingegangen. Ist wie gesagt aber auch nicht schlimm. Ist alles okay. Trotzdem danke der Nachfrage. Ja, Louis. Louis schreibt gerade, ich dachte, weil die geschrieben haben, dass sie spenden. Das schreiben die immer. Das schreiben die immer. Grundsätzlich jeder. Du kennst genauso jeden fragen, meldet euch mal, wenn ihr echt super Typen seid. Es wird sich von den Leuten auch jeder melden dann. Das ist einfach so. Das sind einfach, die brauchen die Aufmerksamkeit. Ist auch okay. Ja, aber wie gesagt, auf PayPal ist noch nichts eingegangen. Ist aber jetzt auch egal. Ich will gar nicht so über Spenden reden.
war eigentlich auch mal ein Community-Wunsch, wie wir so schnell gewachsen sind. Okay, einer geht noch. Ich sage ja, einmal müssen wir noch hoch. Aber darum, Louis, ist es immer gut, nur zu antworten, wenn man sich echt, echt sicher ist. Ansonsten verbreitet man Gerüchte, die nicht der Wahrheit entsprechen. Das muss man vielleicht auch sagen. So, eine Line kriegen wir noch hin. Meine Güte, das ist ein Mega-Reaktor. Und dann müsste ich mal gucken, wie wir den kühlen. Wie gesagt, Enderflüssigkeit, also Wasser wird nicht so effektiv sein. Da brauchen wir gar nicht gucken. Enderflüssigkeit, vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Da könnten wir mal nachschauen und, wie cool ist das denn? Wir sind hier direkt zur Schmiede gekommen. Sehr schön. So. Müssen wir mal gucken, wie viel er geschafft hat. Naja, das ist nicht so viel wie gehofft. Aber gut, was soll's. Ja, das reicht definitiv noch nicht, würde ich sagen, oder? Naja, wir können ja runtergehen, ob wir jetzt hier oben warten und nichts machen oder machen da unten schnell weiter. Weil, wie gesagt, es wäre schon echt cool, wenn wir den heute halbwegs fertig kriegen. Wir haben nur die beiden. Dann dürfen wir gleich noch einmal hochhuschen. So, was haben wir denn hier? Jetzt müssen wir mal gucken. Sebi, weil ich habe ja selber Minecraft vom PC und habe... Ja, mit Wasser geht's. Aber genau, wie der Louis auch schon sagt, Minecraft ist was anderes. Wir machen es mit Big Reactors. Da brauchen wir dann schon andere Flüssigkeiten, weil der hat ein bisschen... Ich glaube, der hat auch ein bisschen mehr Power. Ja, mittlerweile weiß ich schon, wenn wir ihn nicht kühlen, ist es nicht schlimm, er geht nicht kaputt. Das war ja meine Sorge, dass der in die Luft fliegt, die ganze Haus weg ist alles. Das passiert nicht, er hat nur einen wesentlich schlechteren Nutzen aus dem ganzen Gerolium. Und das würde ich natürlich optimieren wollen. Also von daher, ja, wäre das mit einer Flüssigkeit, wie gesagt, Enderflüssigkeit geht auf jeden Fall. Wasser geht auch, ist aber nicht so effektiv, bin ich der Meinung, gesehen zu haben. Ich habe mir da so zu ein paar Videos angeguckt gehabt. Und ich müsste gleich mal gucken. Also im Endeffekt geht es ja ganz einfach. Wir können hier natürlich einfach mal hergehen und geben Add Big Reactors ein. Und dann sehen wir ja im Endeffekt, flüssiges Cayenne ist wahrscheinlich mit das Beste, was es dann geben wird. Ich würde fast sagen, das dürfte mit das Beste sein an Flüssigkeiten, weil das sind ja die eigenen Flüssigkeiten, die damit bringt. Kann mich aber auch täuschen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Geht die Rüstung beim Fallen kaputt? Nein, die lädt sich wieder auf. Also ja, sie nutzt sich schon minimal ab, aber wir haben hier so ein Aufladetool drauf. Die kriegt nicht wirklich viel Schaden. Und die können wir auch recht einfach reparieren. Das ist kein Problem. Also hier können wir runterjumpen, das ist überhaupt kein Problem. Die hat so eine Dings drauf, dass der Schaden halt nicht so wild ist. Ich könnte auch von Tinker's Construct, also von dieser großen Schmiede, die wir da oben ja auch haben, könnte ich zur Not auch die Flügel anziehen, dann könnten wir hier runter gleiten. Würde auch gehen, dauert halt aber ein bisschen länger, so ist es ein bisschen schneller. Und ich dachte, wenn wir hier so ein großes Projekt machen, dann sollten wir halt gucken, dass wir mit dem Projekt trotzdem halbwegs zügig vorankommen, damit es für euch nicht zu langweilig wird. Ja, das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Es könnte schon fast reichen. So. Ja, es freut mich auch, dass wir genug Eisen haben. Eisen, Popeisen. Und dann gehen wir mal gucken, ob das reicht oder nicht. Mehr können wir ja eh nicht machen. So, ein bisschen Planet Coaster Musik. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal hier hinten an, machen das hier hinten fertig.
Ja, so ist das. Ja, und in der Zwischenzeit würde ich dann nochmal gucken, ob ich diese Map nicht doch noch irgendwie auf 1.10.2 zum Laufen bekomme. Wäre mega geil, weil wie gesagt, die Performance da scheint wesentlich besser zu sein. Wie gesagt, ich kann mich auch täuschen, aber gefühlt läuft das Spiel dann mega flüssig im Verhältnis. Aber vielleicht täuscht es ja auch nur. War schon. Ja, einmal müssen wir noch hoch, dann haben wir es. Also wir sind jetzt gleich durch. Zumindest mit diesen Brennstäben. Und dann müssen wir uns um die Flüssigkeit kümmern. Das wird die nächste Baustelle sein. Die müssten wir als nächstes anbringen. Oder aber das Gehäuse. Ja, das Gehäuse sollten wir vielleicht noch vorher machen. So. Ich glaube, einen kriegen wir noch hin. Da machen wir den noch. So, ja, ich würde sagen, wir haben es fast. Wir haben es fast. Hier fällt er immer runter, komischerweise. Ich weiß nicht, warum. So, was haben wir denn noch? Der Nuke ist mal wieder am Start. Hallihallo, schön, dass du da bist. Chat habe ich gar nicht so beachtet. War gerade so mit Baum beschäftigt. Ne, die Rüstung geht, wie gesagt, nicht kaputt. Keine Angst. Und Mike schreibt, du glaubst gar nicht, wie lange ich schon dabei bin. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Man konnte sich gar nicht alles merken. Ich habe einen Tipp, wenn sie kaputt geht, würde auch ein anderer. Warte mal, ich habe einen Tipp. Wenn sie kaputt gehen würde und auch andere da in der Reihe setzen und dann. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, was du meinst, lieber Sebi. Das konnte ich jetzt nicht verstehen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir schauen mal ganz kurz, ne? Wir schauen, wir haben es gleich geschafft mit den Brennstäben. Das ist schon mal cool. Ah, ich glaube, das reicht noch nicht so ganz. Ich will da jetzt auch nicht immer hoch und runter laufen müssen. Also, ich bin erstaunt, wie viele einzelne Eisenbarren wir hier drin haben. Also, ich bin positiv erstaunt. So, wir könnten ja mal gucken. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die beste Flüssigkeit ist zum Kühlen. Seit ca. 200 Abonnements bist du dabei, Mike. Okay, ja, cool. Das war gerade die wilde Zeit, wie alles gestiegen ist. Also, naja, gut, das ging dann echt von Tag auf Tag, sind immer 20, 30 dazugekommen. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, dass das so dramatisch gestiegen ist. In 3 Monaten sind über 900 Abonnements gekommen. Also das war schon, wow, da war ich echt geflasht von euch allen. Flüssiger Cayenne. Wie kriege ich den flüssig? Oder sollten wir doch Ender. Ne, Enderflüssigkeit gibt's gar nicht. Nein, ich wollte kein Enderauge herstellen. Enderperle. Die brauche ich. Aha. Tu es in den Dings rein und es wird flüssig. Und das müsste doch mit den Cayenne eigentlich auch gehen. At Big Reactors, da haben wir es doch. Weil ich glaube fast, dass das schon die bessere. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es einfach. Ich weiß auch nicht warum. Wie kriegen wir es aber flüssig hin? Cerulium und Sand, kann man das machen? Okay, das ist ja interessant. Was ist das für eine Flüssigkeit? LPG. Ist ja krass. Benzin. Okay, was sind das für Mods? Pneumatik ist das. Ah, okay. Ja gut, wie man das flüssig bekommt, steht hier leider nicht geschrieben. Staub. Ja gut, dann nehmen wir Enderflüssigkeit. Ist doch gar kein Problem. Guck mal, wie viele Perlen wir haben. Ich weiß gar nicht, wie viel Flüssigkeit wir brauchen. Ich schmelze erstmal alles ein. Sicher ist sicher. Und wir haben noch soliden Enderblock. Also auch das haben wir noch.
Der Nuke schreibt, er ist seit ca. 400 da. Ja, aber da seid ihr innerhalb von wenigen Tagen gekommen. Das ist schon krass gewesen, die Zeit. Und Louis war damals noch nicht so aktiv. Chat, ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei 200 war Louis auch noch gar nicht da. Du hast ja... Und das zwillenweise. Ja, aber lieber Sebi, ich kann dir immer noch nicht so ganz folgen, in welchem Zusammenhang das ist, weil das ist jetzt schon zu lange her, wo ich da unten war. Im Kopf bin ich jetzt schon leider 6 Schritte weiter. Aber das läuft ja so. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Der geht hier hoch. So, und ich denke mal, das sollte reichen. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass das reicht. Das Endergedönse können wir schmelzen. Wir haben hier die Schmelze, da können wir hingehen. Das ist der Vorteil. Und wir müssten vielleicht mal gucken, lavamäßig. Ne? Lavamäßig müssten wir vielleicht mal gucken, was wir da machen können. Sollen wir noch warten? Können nicht alles einschmelzen? Genau, sehe ich genauso, Sebi. Ist egal, passt schon. Du, das kann ich nachgucken, lieber Louis, seit wann du da bist. Das steht in der History von Dings. Ich kann das ja sehen, wer wann hier abonniert hat. Also das ist kein Staatsgeheimnis, würde ich sagen. Ist die an oder nicht? Eigentlich sollte die laufen. Lass es laufen. Wahrscheinlich nur, wenn die oben ist. Ich warte jetzt mal nicht so lange. Wir gehen einfach zwischendurch gucken. Halt. So, wo war denn der? Hier war der. Und dann müssen wir dahin. Dann können wir nämlich hier weitermachen. Jo. Es läuft. Was für ein Mammutprojekt. Ja, ich mag nur den letzten Stream verweisen, wo noch gesagt worden ist, das kriegen wir niemals hin. Okay, man muss aber auch noch sagen, davor war der noch größer von euch gewünscht. Die Größe des Reaktors ist übrigens von euch, von der lieben Community beschlossen worden. Ich hätte einen viel kleineren gemacht, dann wurde ein mega, mega großer vorgeschlagen, aber der war einfach übertrieben groß. Und jetzt, denke ich mal, haben wir eine vernünftige Größe. Der Melancholos ist mal wieder am Start. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, auf jeden Fall müssen wir mal gucken. Ah, wir haben noch ein Stack. Ich wollte gerade sagen, jetzt lass die nicht schon wieder ausgehen. Das sollte jetzt reichen. Ich glaube, ich bin so... Sebi sagt, er ist seit 976 circa da. Das kann sein, das kann sein, das stimmt. Du bist noch nicht ganz so lange da. Aber es macht ja auch nichts, wie lange jemand da ist. Darum geht es ja auch gar nicht. Bau mal irgendwann eine von Mechanismen. Wie ein Reaktor? Warum? Wir haben doch jetzt hier den schönen Big Reaktor. Was soll ich mit noch einem Reaktor, lieber Melancholoster? Vor allen Dingen haben wir nicht irgendwann das Problem, dass wir unsere anderen Baustellen nicht fertig kriegen. Wir haben ja noch genug andere Sachen zu tun. Wir müssten mal gucken. Also ich müsste mir den Mechanismus angucken. Das sollte generell kein Problem sein. Melancholoster, du kennst doch bestimmt super Minecraft aus, oder? Geht um eine Portierung der Map. Von 1.7.10, von 1.7.10 dieser Map auf 1.10.2 wollte ich es haben. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Was very schade ist. So, auf jeden Fall haben wir jetzt genug Stäbe über. Das ist ja ein Traum, ist das ja. So, und dann müssten wir die noch machen. Ich weiß gar nicht, was Turbinenglas ist. Wir müssen, glaube ich, das Glas können wir, glaube ich, nehmen. Reaktorglas. Das hört sich gut an. Dafür brauchen wir aber Reaktorgehäuse. Wir brauchen noch mehr Graphit. Okay, wir brauchen noch mehr.
Ich sage ja, Graphit ist kein Problem. Das können wir echt ohne Ende machen. Das sehen wir ja ganz entspannt.